Hallo, in dem kleinen Tutorial zeige ich euch, wie ihr Podcasts auf dem iPhone abonnieren könnt. Dazu verwendet ihr einfach die Podcasts-App. Die ist bei den iPhones inzwischen von Hause aus mit dabei. Falls ihr sie nicht findet, einfach nochmal kostenlos aus dem Apple App Store herunterladen. So, dann die App starten. Und wir können jetzt neue Podcasts hinzufügen. Idealerweise gehen wir hier unten rechts auf das Suchenfeld, gehen oben hinein und suchen beispielsweise nach Warm und Hell. So, das Suchergebnis wird auch schon angezeigt automatisch hier. Das zweite, ich wähle das an und sehe jetzt unten die beiden Podcasts, Warm und Hell, und das andere ist ein Podcast, der heißt hier irgendwie Dark Side. Den wollen wir nicht, sondern wir wollen Warm und Hell. Also klicken wir einmal auf das Cover. Und jetzt können wir ihn hier rechts oben über den kleinen Button abonnieren. Das war es eigentlich schon. Jetzt werden automatisch alle Folgen, alle neuen Folgen des Podcasts heruntergeladen, sofern man sich im WLAN befindet. Und gekoppelt mit dem Autoradio über Bluetooth oder über Kabel kann man sich dann natürlich berieseln lassen. Oder beim Sport oder bei der Hausarbeit oder wo immer man auch seine Podcasts hört. Man kann natürlich jederzeit weitere Podcasts hinzufügen. Dazu gehe ich wieder auf das Suchenfeld. Wir suchen jetzt mal nach dem zweiten, nämlich nach Channelcast. So, der taucht hier unten schon auf. Ich wähle den an. Da gibt es ein paar Folgen mehr inzwischen. Ich klicke auch hier auf das Cover und sage abonnieren. Und fertig. So, jetzt haben wir zwei Podcasts in unserer Liste drin, nämlich Channelcast und Warm und Hell. Und die können wir uns jetzt natürlich dann auch jederzeit anhören. Es sind natürlich auch die Kapitelmarken mit dabei und weiterführende Links sind hier mit drin. Von daher sehr, sehr praktisch. So, dann viel Spaß damit.